Ein neuer Tag, ein neues Kästchen. Herzlich willkommen in unserem Adventskalender. Heute geht es um ein Thema, welches sehr, sehr wichtig ist. Denn es hat mit Blockaden zu tun, mit denen du durchaus konfrontiert werden kannst. Deine inneren Blockaden, die dich dann, wenn sie auftauchen, dich von deinem Erfolg zurückhalten. Aber bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich dich bitten, sei bei jedem Adventkästchen von uns dabei. Denn an zwei Kästchen haben wir ein Gewinnspiel. Und wenn du es verpassen solltest, wäre es schade, weil vielleicht wärst ja du der Gewinner. Im Network Marketing ist es ganz wichtig, dass wir extrem gefordert werden. Psychisch, mental, wir werden so stark gefordert, denn das Network Marketing Prinzip ermöglicht uns unglaublich viel Wachstum, Erfolgsmöglichkeit, Reichtum auf einer Ebene, also ein gutes Leben und all diese schönen positiven Aspekte. Aber was passiert, wenn du beginnst, dich mit anderen Menschen zu vergleichen? Was passiert, wenn du mit deinem Fortschritt nicht zufrieden bist, weil du glaubst, dass du zu wenig schnell vorankommst? All diese Themen können für dich einen Stillstand oder sogar in letzter Konsequenz das Ende deiner Karriere bedeuten, wenn du es nicht schaffst, diese Dinge, diese Sachen einfach zu überwinden. Wie geht es, dass du deine negativen Gedanken überwindest? Wichtig ist zu wissen, es sind nur Gedanken in deinem Kopf. Und was auch wichtig ist, ist, dass Network Marketing ein Business ist, wo du deine Persönlichkeit hineinlegst. Das bedeutet, du musst beginnen, dich selbst zu fokussieren auf das, was deine Persönlichkeit, dein persönlicher Weg ist, wie du mit Menschen sprichst, was du mit ihnen redest, und du musst aufhören, dich zu vergleichen. Es ist natürlich gut, Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann. Aber jeder verkauft letztendlich nur sich selbst. Und genau das ist das Geheimnis. Finde heraus, wer du bist. Und höre auf mit den Gedanken, dass du nicht gut genug bist, indem du diesen Gedanken, sobald er auftaucht, einfach ihn auf die Seite stellst und dich auf das konzentrierst, was für dich wirklich wichtig ist. Also immer, wenn du so einen Gedanken hast, der negativ wirkt, oder dass du vielleicht zu wenig schnell aufbaust oder nicht gut genug reden kannst oder. Immer wenn so ein Gedanke auftaucht, mach etwas, welches ein sogenanntes Income Producing Activity ist, eine Aktivität, die dein Einkommen vermehrt. Und das, was auf jeden Fall immer dein Einkommen vermehren wird, ist Sponsern. Wann immer du in die Situation kommst, wo du dich selbst ausgebremst fühlst, geh hinaus, sprich mit Menschen, sprich mit deiner Downline, sprich mit deiner Upline und sag ihnen, dass du gerade das Gefühl hast, ein bisschen zu stecken und du möchtest weiterkommen. Ich bin mir sicher, dass sie dir alle helfen wollen. Das war's auch schon heute von meiner Seite. Und ich denke, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier doch unseren Kanal und zeig's uns, indem du uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst. In diesem Sinne, bis morgen.